Hallo und willkommen. Ich bin wieder der Rufwechsel. Wir gehen mal schnell in die Stadt wieder, ne? Und ich habe, wie angekündigt, letztes Mal etwas trainiert. Ich habe jetzt Riftex auf Level 14 und Pan auf Level 12 trainiert und ja, Boulder auch auf Level 12. Aber Boulder hatte ja fast schon das Level up, deswegen war das nicht ganz so schlimm. Und ja, die gehorcht mir überhaupt nicht so. Was ich ein bisschen schlecht finde. Also hier ist Subway, da gehen wir nachher uns ein Brötchen holen und so. Und hier kommt die Arena, glaube ich. Oh, you. Maybe, perhaps. Here to see Maria. Oh my. Must be like me. I'm her biggest fan. Oh, but she hardly ever at her good. You can probably find her at home. I can't go there because of reasons. But you still can. Here, take this. Keep it. I made copies. Her house is in the southeast part of town. Wie jetzt? Der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel und mehrere Kopien für das Haus der Arenaleiterin. Den müssten wir eigentlich der Polizei melden. Das ist ja hier im Südost. War hier irgendwo abgesperrt? Ich glaube ja. Stimmt. Ah, okay, das war der Mann, der uns die Attacke geben wird, wenn wir stärker sind. Ah, Philip used Marias house key. Sand. Moon, is someone there? Der hat gepennt. Who are you? What are you doing in my house? You can't just march on people like that. Especially when they lock their doors. Why did you get in anyway? You have a copy of my house key? Give me that. Ich übergebe den Schlüssel an Maria. Where did you get this? Oh, from that guy. Oh, again. Wait, you're not another fan, are you? You're a Pokemon trainer. That must mean you're looking for a gym. Battle, right? I guess I need to do my job for once. But first, I'm gonna need to talk to the guy who gave you that key. Come, find me outside my gym later. Okay. Jetzt wird sie den Typen, also den Stalker, denke ich mal, kräftig in den Arsch treten. Und mal gucken, was die für... Ich bin echt gespannt, was die für Pokémon hat. Ich bin ja immer noch der Meinung, es könnten Gesteins-Pokémon sein oder, also das, was man auch in der Höhle oder so findet. Oder es sind halt hier Boden oder so. Look, I've told you this before. I'm not the champion anymore, alright? I'm retired. I'm just the gym leader now. But Maria, you were the strongest trainer in Tendo. So talented and young and beautiful. Why would you throw away all that fame? Your fans still love you. I'm not interested in being famous anymore. I just want to lead a normal life, run my game, and not have to deal with creeps like you. Seriously, it's not okay to make copies of people's house keys. I'm calling the Rangers. No, please. I'll leave you alone. I promise. Good. You aren't allowed at my gym anymore, so get lost. Don't make me say it again. Oh man, wenn das so einfach wäre, Stalker loszuwerden, ja. I'm sorry, you had to sense it. I'm not normally an angry person, you know? But once you win the Tendo Championship, you can never escape it. Everyone knows your name, sometimes is enough to make me want to skip town. But then, we would run the gym.
Speaking of that, I know you're here for the normal batch. I've made you wait long enough. Come meet me inside and show me your skills. Ja, wir zeigen dir unsere Fähigkeiten in der Arena. Hat er für irgendwas so ein Audi Trainer? Is this your first game challenge? You must be excited. I'm called the Gym Guy. Here to deliver tips to aspiring trainers looking to conquer the Tendo League. Maria here is a normal type expert. Normal types aren't super effective on any other type, but they have very few weaknesses. Fighting types like Mankey are strong here, and steel types like Ocean or Barry are a good choice as well because they resist their attacks. Otherwise, on all out attack from your most powerful Pokemon, you'll probably do the trick. Good luck, I'll be rooting for you. Oh, and Texas, why my riches? Ja, wir kriegen ein frisches Wasser, das gefällt mir. Wir werden mal Pokémon austauschen. Halt! Vorbei! Das ist ein bisschen kippeln. Wir wählen mal die Pan aus. Die Pan sollen nicht auch noch trainieren. Das kann ich wunderbar in der Arena machen. Ne? Hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum das so anfängt. Die letzte Aufnahme, die ging so ungefähr 8 Minuten. Und ja, ich wurde gestört. Und ich schneide die davor, das ist kein Problem. Ich wurde gestört und musste dann ganz schnell weg. Jetzt gucke ich hier gerade wieder wegen Geschenken. Und ich dachte mir, das machen wir jetzt mal. Ja, wir kriegen hier ein kleines Geschenk. Top Sache, please pick up your gift. Ein Sachet, okay. Sehr cool auf jeden Fall. Und ich habe auch gemerkt, in der letzten Aufnahme, ich habe ein bisschen den Ton zu hoch gedreht. Und das war wohl nicht so gut. Wir gucken mal nach Updates und kein Update verfügbar. Sehr schön. So, wir machen jetzt weiter einfach mal. So, wir sind hier in der Arena. Wie man hier sehen kann, ne? Und ja, wir fordern die jetzt einfach mal nochmal heraus. Also wir machen jetzt nochmal weiter. Sorry auf jeden Fall dafür, dass gestern keine Folge kam. Es tut mir sehr leid. Aber naja, gut. Kann ich jetzt auch nicht ändern, wenn ich weg musste.
Wir machen jetzt einfach das Beste draus und spielen hier ganz normal weiter. Hab jetzt zwar ein bisschen mehr Arbeit zum Schneiden, weil die Videos nehme ich ja mit OBS auf. Und ja, der gibt dann mir die in einer komischen Datei aus, deswegen muss ich das konvertieren. Denn, also jetzt muss ich sie dann konvertieren. Dann muss ich sie zusammenschneiden. Dann muss ich sie also rendern, ganz normal, das zusammen. Und dann muss ich sie wieder konvertieren, damit ich sie schneller hochladen kann. Ich hoffe nur, mir geht nicht so viel dabei verloren, was Qualität und so angeht. Aber mal gucken, es ist ja ein Pixelspiel. Ich weiß nicht, wie viel man hier noch verlieren kann, ne? Aber naja, gut. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Oh toll, wir schlafen. Ja, das ist ja ganz große Klasse, ne? Ah, das ist schlecht. Jetzt hör doch auf mit Schlafen. Mein Gott. Oh, danke, dass ich aufwache. Das freut mich ja. Oh. Mach es doch kaputt, die kleine Muschi da. Entschuldigung. Ah, das regt einen auf hier, wenn das nicht so funktioniert. Wie soll? Oh, hätte ruhig Level 13 gehen können. Na gut, ich will mich jetzt nicht drüber aufregen. So, wir gehen jetzt ins Pokémon Center ein, unsere Pokémon. Und dann ist die Arena-Leiterin dran. Ich renne mal. Ja, diese zur U-Bahn müssen wir dann auch noch. Weil ich will wissen, was da los ist. Das wird bestimmt auch noch sehr interessant. Ich habe auch gesehen auf YouTube, dass einige große YouTuber auch Uranium Let's Playen. Da fühle ich mich immer ein bisschen verarscht, aber naja, verarscht kann man nicht sagen, ne? Man fängt natürlich immer klein an, ne? Aber wenn dann natürlich denn die großen YouTuber so, weißt du, so, wenn man denkt so, ist man jetzt der einzige Dörte, der es geschafft hat, das Spiel zu downloaden? Bevor es Nintendo gesperrt hat? Nein, natürlich nicht. Die haben es natürlich auch noch. Und ja, jetzt Let's Plays ist natürlich auch, ne, mit 50.000 Zuschauern. Ist natürlich, Respekt, ne? Hi, again, so I don't think we were ever probably introduced. What's your name? Philip. I like it. Welcome to Naoto City, Pokemon Gym. I'm Maria, normal types, specialist, but you know, that's already, of course, most folks now. Me as Maria, champion of Tendor, Sue's day of my life are over too tough. Now, I supervise young trainers like you on their way to greatness. It's a long, difficult battle all the way up to champion. Have you got what it takes? Your very first test. Yeah, your very first test in the Tendor League begins now. Ja, sehr interessant. Die war also mal Champion. Die sieht ein bisschen aus wie meine Tante, aber gut. Also, ich weiß, war meine Tante nicht an der Entwicklung hier mit beteiligt. Naja, gut. Egal. Nicht sehr effektiv, das ist unser Vorteil, ne? Ich meine, groß, stärker sind wir jetzt nicht, ne? Oh, ein Potion, na geil. Was? Nein, nicht schon wieder die Katze. Nicht die Katze. Oh, meine Art. Was? Wir senken meine Attacke, ist das eine Fähigkeit oder was? Ist ja kacke. Das ist ja echt mies. Na gut. Oh nein, ich schlafe. Nein. Jetzt kommt wieder Oden, verdammt. Ja. Wir sind aufgewacht. Sehr nice.
So. Nochmal Kopfnuss. Ja, da hätte eigentlich auch ein Tackle, glaube ich, auch getan, aber gut. Oh, toll, ein kritischer Hit. Und Level 13, sehr nice. Metal Claw, oh, Metallklaue. Oh ja, da wollen wir, das wollen wir auf jeden Fall lernen. Eine Stahlattacke ist sehr gut. Dafür verlerne ich mal 50 Power, ne? Komm hier. Partner, werden wir mal verlernen. Nein, wir wechseln nicht aus. Ich mach das hier die ganze Zeit mit Pan. Pan ist einfach dafür wunderbar geeignet. Meine Attacke sinkt schon wieder. Was ist denn los hier? Und ja, besiegt. Hat sie jetzt noch ein Pokémon? Nein, ich schlafe. Komm, wir wechseln mal aus. Oh, verdammt, das war bestimmt die... You have a great future ahead. But what's about now? Das wird... Kratzer. Ah, nein. Ah. Au, Alter, das hat echt weh. Scheiße. Uiuiuiui. Nein, wieso schlafe ich? Na, das fehlte mir noch. Nein, 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 nein. Ja, Flame Body, geil. Na gut, dann muss Pan wieder ran, ne? Auch wenn Pan ausschläft, Pan kann das schaffen. Ich meine, der Flame Buddy wirkt ja auch noch oben, ja. Boah, so viel schöne XP. That's the fighting spirit I wanted to see. You're deserving... Of the normal batch. Okay, ich krieg $1,200. Congrats! I gotta say, the spirits you showed in battle. You remind me of when I was just starting out. Trying and hold on to that determination. And I'm sure it'll take you far. Also, Texas TM2. TM27, return. Rückkehr, also toll. As you travel together with your Pokémon, the bond between you will grow stronger. The deeper your friendship, the more powerful the return is in the battle. TMs are infinite use. To feel free to teach it to as many Pokémon as you like. Nearly all of them can learn this one. It was fun battling you, Philip. Good luck on your journey. Ja, dankeschön, dankeschön. Danke für den Orden. Da freue ich mich aber. So, wir gehen jetzt mal. Wir nehmen das auf jeden Fall gleich mit der U-Bahn da. Ich will das auf jeden Fall wissen, was da an der U-Bahn los ist. Aber zuerst heilen wir die Pokémon. Und ich muss noch zum Pokémon-Markt. Das müssen wir auch noch. Ich weiß gar nicht, wollen wir zuerst zum Pokémon-Markt und uns die Items holen? Ich glaube, ja, das können wir mal machen. Aber zuerst mal würde ich Pokémon wechseln. Ja, ja, Bulter muss leider jetzt ein bisschen auf die, ein bisschen zugucken, was wir jetzt hier machen. Stimmt, wo war nochmal der Markt? U-Bahn? Hier oben, stimmt. Erstmal schön einmal durch die Stadt laufen, ne? Hier man den Markt sieht, ganz normaler Move, ne? Dankeschön.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Good morning, Philip. This is Richie, Rise and Shine. Hey, are you ready for another throwdown? You, me, battle. Place, Road 1. Oh cool, wir können battlen. Geil. Route 1. Das ist ja eigentlich gar nicht so weit weg, würde ich sagen. Wir könnten sogar eigentlich die Abkürzung laufen. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Ich komme hier nicht weit. Oh. Hey. I thought it run into you. Still feeling all high and mighty just cause you got the strongest starter. I bet you tried to beat the gym leader and she crushed you. What? You won? No way. I was supposed to beat her first. It isn't fair. Well, it doesn't matter because when I beat you, I'll prove that I'm stronger than both you and the gym leader. Don't expect to win just because you starters got the advantage. Ah, jetzt müssen wir gegen unseren Rivalen, na geil. Das läuft doch nicht ganz so flüssig, muss ich mal so ehrlich sagen, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, ein Baby. Okay. Aua. Das war stark. Na gut, wir haben auch 4 Level Vorsprung, ne? Obwohl er mir doch immer 5 KP abzieht, der Sack. Ich sag mal, kannst du mal lassen? Ja, jetzt wirkt erst der Flame Body. Na geil. Und jetzt, wenn es halt tot ist, wisst ihr? Naja, nice. Nein, ich will nicht auswechseln. So. Und ja. Das war auf jeden Fall ein schnelles Ding, ne? Und wir haben ihn besiegt. No, not even my new Pokémon couldn't help me win. Ja, auch dein neues Pokémon kann dir nicht helfen zu gewinnen. No fair, Philip. Picking on me like that. You're my mini sniffle. Well, whatever. The professor told me to give you this. Just take it, okay? HN06. Rock Smasher, okay? I'm gonna go challenge the gym. Next time we battle, I'll beat you. Don't think you will get lucky. Okay, sehr interessant. Oh, there's a letter attached to the HM. Dear Philip, Theo was lingering around town after you left and I realized I wanted to give this to both of you. It's a HM, or a hidden machine. That contains a move which can be learned by Pokemon. Teach it to one of yours, and it'll be able to smash apart cracked rocks. Actually, I was wondering if you could come back to Mokitown after you get your first batch. I want to see how your Pokemon have grown. Professor Bamboo. Better head back to Mokitown. Okay. Also wir sollen sowieso jetzt mal zu ihm. Und er will sich unsere Pokémon angucken. Sehr interessant. Du willst nicht nochmal gegen uns kämpfen, ne? Oh. Interessant. Ja. Level 12. Sehr interessant. Kam jetzt auf jeden Fall überraschend. Aua. Ein kritischer Treffer. Es brennt. Das ist schon mal sehr schön. Halt es weg, da wollte ich nicht hin. So, Pan muss jetzt auch mal wieder ran. Pan ist gegen die Normaldinger, ne? Echt wunderbar. Weil die halt kaum was abziehen. Deswegen ist das
echt gut. Und ja, ich habe gelernt. Das hat bestimmt weh. Nein, ich will nicht auswechseln. Wir setzen auch nochmal wieder Metallklaue an. Wir setzen an. Genau, wir setzen da jetzt mal eine Metallklaue an und dann ziehen wir kräftig durchs Fleisch. Sehr effektiv, ja gut. Wieso setze ich da eigentlich nochmal mit Tackle ein? Hätte ich auch wieder Tackle einsetzen können. Ah, ich bin wieder so schlau, ne? Naja, gut, egal. Mir ist auch ein Battle. Nein, okay. Wie gesagt, ich lese hier nicht immer alles vor, ne? Das ist er also. Das scheint aber wohl gewesen zu sein. Der Hiker Larry. Mankey Level 15. Okay. Er forst Energy. Er sammelt Energie. Aua, das tötet bestimmt. Ja. Und es ist wieder ein kritischer Hit. Ich krieg nur kritische Treffer ab. Why not, ne? Why not? Ich muss paar wieder ran. Ich meine, ich habe letztes Mal schon, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich habe 40 Minuten trainiert, ne? Und what the hell? Boah. Oh krass, das Kackvieh hört auf uns. Oh nein. Ich hoffe, der hat bloß das Mengi, ne? Ansonsten haben wir echt schlechte Karten. Das könnte wehtun. Oh, verdammt, ey. Wieso kriegen die immer so viel? Na los. Ja, ich gebe den 224 Dollar. Na gut. Jetzt sind wir also wieder im Pokémon Center. Ja, gib mir deine Pokémon, genau. Ja, toll. Ey, komm, das machen wir auf jeden Fall noch. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüssi, ich bin euer Riftexer.